Ich muss ganz kurz AFK, Alter. Ich muss einmal groß machen, Leute. Ich bin gleich wieder da. Ihr kennt ja noch gar nicht unsere Abtransportstation. Schafe! Yo, Leute. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ganz kurz, es laggt. Es laggt as fuck. Ich weiß, es kotzt mich gerade richtig selber an. Aber ich muss ganz kurz mein Stuff weglegen. Da unten, meine Freunde. Ich stand ein bisschen AFK und vielleicht sind da unten 3000 Hühner oder so. Und ich werde jetzt mal alle killen. Außerdem liegen hier, wie ihr auch seht, sehr viele Eier. Das wird ein Spaß. Alter, was ist hier passiert? Ich habe hier in der Zwischenzeit nämlich etwas, naja, dazugesetzt. Und vielleicht kann es sein, dass deswegen hier so viele Hühner jetzt sind. So, okay, und die kill ich jetzt alle. Und ich glaube, das wird der Levelrausch unseres Lebens. Yo, es werden einfach nicht weniger. Es werden wirklich nicht weniger. Alter, ich hab 3 FPS oder so. Es ruckelt so sehr. Ich kann nichts machen. Ja, also FPS-Drops kenne ich nicht. Ich weiß echt nicht, was das ist. Alter, Hilfe. Was ist das? Guckt euch das bitte an. Guckt euch das an. Leute, meine Level hören auch nicht auf zu steigen. Ich bin jetzt gleich bei Level 48. Es hat aufgehört zu ruckeln. Alter, was ist das? Yo, nur wegen den paar Hühnern, die wir hier gekillt haben, oder? Das sind so viele XP. Ich bin einfach in einem XP-Rausch. Ich hoffe, es fängt nicht nochmal an, so sehr zu lenken wie gerade eben. So, und jetzt geht es hier nochmal los. Das wird jetzt hier nochmal richtig was geben, glaube ich. Level 51, nur dadurch, dass wir hier ein paar Hühner gekillt haben. So, ich will das jetzt hier aber wirklich so haben, dass hier nicht mehr so viel spawnt. Weil wir müssen wirklich aufpassen, nicht, dass es in den Aufnahmen einfach plötzlich anfängt zu laggen. Weil hier oben halt so viele Entities sind, dass du das nicht mehr wirklich kontrollieren kannst. So, wir werden, glaube ich, niemals in diesem ganzen Projekt... Was wir jetzt haben, ich habe ja hier, wie gesagt, ich habe den Raum erweitert in der Zeit, wo ich AFK hier war. Und dann war ich manchmal on und habe den Raum erweitert. Hier kommt man jetzt hoch. Und wie ihr seht, ja, hier sind auch ein paar, ja, viele Hühner. Und ganz ehrlich, wir haben jetzt, guck mal, wir haben jetzt Doppelkiste voll mit Hühnchen. Hier die Kiste voll mit Hühnchen. Hier haben wir noch 2 Doppelkisten voll mit Eiern. Also ich glaube, wir haben wirklich, na nicht ganz voll, aber ja, wir haben, glaube ich, wirklich ausgesorgt. Und ich würde jetzt einfach hier statt dem Werfer an den Trichter eine Kiste tun, eine Double Chest. Würde vielleicht noch ein paar Hühner da lassen und den Rest da hinten töten. Weil uns bringen die Hühner nichts mehr. Das Einzige, was die uns bringen, sind Lags. So, ich baue jetzt hier direkt den Dispenser ab. Und hier die Redstone-Schaltung mache ich auch gleich kaputt, weil die bringt uns ja nichts mehr. Aber vorher töte ich da drüben nochmal. Ich töte jetzt alle Hühner nochmal. Beziehungsweise nicht alle, ein paar lasse ich, aber... Also so viele Hühner brauchen wir niemals. So, und dann machen wir nämlich jetzt hier einfach auf ganz easy eine Chest hin. So, zack und zack. Und dann wird es alles hier in die Doppelkiste geleitet, was die jetzt produzieren. Und da sind immer noch massig viele, ne? Alter Schwede. So, und dann haben wir das Problem hier auch gelöst. Hier kommen jetzt einfach nur noch die Eier rein. Kann ich euch jetzt gleich auch kurz mal zeigen. Hier sind jetzt noch, ja, vielleicht 7, 8, 9, 10 Hühner, wenn überhaupt. Da werden die Eier jetzt noch hier reingeleitet. Aber, also ich meine, wir brauchen definitiv keine Eier mehr oder kein Hühnerstuff mehr. Also hiermit können wir so viele Folgen auskommen, dass wir, wenn das leer ist, so weit sind, dass wir mit Sicherheit die automatischen Farmen haben, um halt die Essensversorgung so schon haben zu können. So, Leute, ich habe ja jetzt mal übrigens alles angezündet. Das brennt hier jetzt ab und ich will mich heute ein bisschen mit unseren Villagern auseinandersetzen. Ich will jetzt eigentlich langsam zum Enderdrachen. Ich will langsam eine Elytra haben, ich will langsam mit Schalker-Chests arbeiten können, mit dem Stuff aus dem End arbeiten können, der ja auch nochmal echt gut ist so. Ich will eigentlich mir eine Wirtschaft hier aufbauen, die mir ermöglicht, dass ich nie wieder unter die Erde gehen muss. Und das geht halt über Villager, Villager-Trades, damit wir Dia-Tools bekommen, die Verzauberungen dafür bekommen, sowie die Rüstung etc., alles, was mit Dia zu tun hat, ist alles über Villager tradebar. Und da will ich mir heute ein bisschen was aufbauen. Wir haben ja unsere Villager-Farm drüben. Da gehe ich jetzt gleich hin, wenn es hier fertig abgebrannt ist. Und mit der will ich heute ein bisschen arbeiten. Ich will mich ein bisschen mit den Jobs auseinandersetzen, dann ein bisschen mit den Traden, ein bisschen gucken, was wir brauchen, um überhaupt mit denen zu traden. Ich weiß es nämlich nicht aus dem Kopf. Nächste Folge werden wir dann, denke ich, den Hafen weiterbauen. Und sobald der Hafen das Endlevel erreicht hat, was nicht mehr lange dauern wird, ich denke mal noch 2, 3 Folgen. Sobald der Hafen dann das Endlevel erreicht hat vom Bauen her und ich sagen kann, jo, das ist fertig, werde ich unter dem Hafen in den Untergrund gehen. Und in dem Untergrund werden wir mit den Trade-Stationen der Villager beginnen. Ich muss ganz kurz AFK, Alter, ich muss einmal groß machen, Leute. Ich bin gleich wieder da. Ich hoffe einfach mal, der Brand hier artet nicht aus. Dürfte aber nicht passieren. Ich mache mich jetzt einfach direkt auf den Weg rüber. Das Ding ist, soweit ich weiß, fehlen da immer noch Betten. Also wirklich, da fehlen noch Betten, dass die Villager sich überhaupt fortpflanzen können. Das Ding ist, ich schlafe. Oh mein Gott, ich schlafe seit
Tag nur 6 Stunden. Und ich weiß nicht, vielleicht hört man das ein bisschen, wie ich rede. Vielleicht nuschel ich ein bisschen, ich bin mir aber nicht sicher. Weil es fällt mir ganz oft auf, dass wenn ich wenig schlafe, ich in Aufnahmen so ein bisschen richtig, richtig undeutlich rede einfach. So ein bisschen richtig, richtig undeutlich. Und das ist manchmal echt komisch so. Das stört mich dann auch manchmal richtig. Lol, ihr kennt ja auch noch gar nicht. Das habt ihr ja gar nicht alles mitbekommen, weil ich die Folge, glaube ich, gar nicht genommen habe. Ihr kennt ja noch gar nicht unsere Abtransportstation. Und ich bin mir nicht sicher, aber ihr wisst auch noch gar nicht, dass da unten jetzt Blöcke stehen, dass die Villager einen Beruf bekommen, ne? Also ich habe hier im Prinzip Blöcke hingestellt, mehr nicht. Und eine ganz simple Abtransportstation gebaut, dass wenn ich auf den Hebel drücke, ein Minecart spawnt. Hier steht der Villager drin und das Minecart nimmt dann den Villager mit nach Hause. Hier sind auch nochmal Minecarts und da ist eine Doppelkiste mit Minecarts hier drunter. Und hier haben wir direkt wieder ein paar Villager. Lol. Rohes Hühnchen, cool, davon haben wir Doppelkisten, Alter. Wir brauchen theoretisch, ich weiß gar nicht, was welchen zu welchem Beruf macht. Also definitiv brauchen wir diesen Beruf. Bibliothekare werden das nämlich. Kartentisch brauchen wir nicht. Ich weiß gar nicht, was machen denn Steinsägen für einen Beruf? So, dann brauchen wir auf jeden Fall den Blast Furnace. Der macht den Armorer. Halt den Typen, der die Armor tradet. So, dann brauchen wir den Webtisch definitiv nicht. Oh, ich hab übrigens das Minecraft-Wiki nebenbei offen. Dieses Ding da ist sogar ziemlich wichtig, weil das macht den Typen, den Weaponsmith, der macht mit uns im Prinzip dann die Trades für die Waffen. Heißt, wir haben Bücher, wir haben Waffen und wir haben die Armor. Was hat nochmal die Armor gemacht, Leute? Scheiße, ich hab's vergessen. Der Blast Furnace, also der hier, das ist der Blast Furnace, bin ich der Meinung. Der macht den Armorer. Heißt, das ist alles, was wir brauchen für den Anfang. Mehr brauchen wir theoretisch gesehen nicht. Das Ding ist, wir brauchen auch diesen Typen. Der Pfeilmacher war das. Der Pfeilmacher, den brauchen wir auch. Wie bekomme ich denn den? Das hätte ich mir aber auch denken können. Den Pfeilmacher bekommt man durch den da. Durch den Bogentisch. Genau. So, ihr könnt ihr mal eure Berufe ablegen? Hallo, was denkt ihr, wer ihr seid? Aber die kann ich theoretisch schon anfangen abzutransportieren. Ihr müsst mal, Leute, ihr müsst mal hier beide wieder reinkommen. Einmal kommt mal, ne? Jetzt da rein musst du, ja. Super, so. Und jetzt musst du mal bitte da runter. Zack, ganz easy, wisst ihr. Jetzt haben wir da den Villager drin, der soll abtransportiert werden. Und jetzt mache ich hier, passt auf diese Technik. Zack. Wumm. Und da ist er weg. Ja, der wird jetzt bis nach Hause transportiert. Eigentlich ganz einfach gesagt. So, und das gleiche machen wir jetzt mit dem. Lol. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Okay, ich habe jetzt das Kind und den Erwachsenen. Ich weiß aber nicht, ob das Kind sich überhaupt in den Minecart setzen kann. Ich weiß echt überhaupt nicht, ob das Kind sich überhaupt in den Minecart setzen kann. Wir versuchen es einfach. Okay, der... Willst du mich pranken? Okay. Nein. Er hat Schaden bekommen. Okay, egal. Aber... Ach, er kann ja... Oh, er ist ja nur ein Block groß. Stimmt, er kann... Oh, ich bin doch blöd. Nee, aber über den Pfeilmacher können wir ja so easy mit Holz... Mit zum Beispiel Holz hiervon. Mit dem Holz kommen wir ja so easy an Emeralds. Das ist überhaupt kein Problem. Und mit den Emeralds können wir uns ja dann die bestimmten Sachen kaufen, die wir brauchen. Oh, und sie haben schon wieder... Hä? Wie, warum machen die das denn? Die machen, guck mal Leute, die machen einfach, das sind beides die gleiche Gattung von Villagern und die machen einfach eine andere Gattung. Das ist wie, als würden zwei Schwarze miteinander schlafen und ein weißes Kind bekommen. Okay, das klang jetzt vielleicht ein bisschen rassistisch, Leute, ich bin nicht rassistisch, nur ist doch so, oder? Lol, warum bekommen die denn die Gattung von Kind und gehst du da jetzt rein? Komm, bitte geh da rein, nein, bleib stehen, genau, und jetzt da rein, ja, klasse. Und das Beste wäre eigentlich, wenn wir uns jetzt langsam mal... Schafe suchen, aber hier sind noch nirgendwo Schafe gespawnt, bin ich der Meinung. Schafe! Nee, hier sind nirgendwo Schafe. Leute, wie viel Wasser trinkt ihr eigentlich am Tag? Also so, ich trinke eigentlich meistens trinke ich 3 Liter, aber halt dafür auch manchmal nur 1 Liter oder einen halben Liter, was viel zu wenig ist. Halt, dann nehmt euch kein Beispiel an mir, das ist echt nicht gesund. Aber dafür halt manchmal auch viel zu viel. So, manchmal komme ich auch auf 6 Liter am Tag, wenn ich richtig gut bin. Aber das ist immer tagesabhängig so, manchmal so, manchmal so. Durchschnittlich sollte ich meine 3 Liter am Tag halten, weil das Ding ist, Wasser trinken ist ja auch übelst wichtig, ne? Also wirklich, jetzt Wasser trinken ist ja mit einer der wichtigsten Sachen, also wenn ihr euer ganzes Leben lang 3 Liter trinkt, dann ist das schon heftig. Ich glaube, dann ist das auch heftig so von der Lebenserwartung und eure Haut ist dann noch viel besser, wenn ihr alt werdet und sowas. Ich glaube, das ist auf jeden Fall gut. Ich weiß nicht, was es für Vorteile hat, aber es ist auf jeden Fall gut. Es muss gut sein. So, aber zu wenig trinken, Leute, zu wenig trinken ist echt nicht gut. Vor allem, wenn ihr viel schwitzt oder so. Wie,
Ich, weil ich bin jugendlich und ich schwitze wie ein Stück, wie ein Tier. Ich wollte gerade falsches Wort sagen. Nee, aber ich schwitze so viele Liter am Tag raus, glaube ich. Also wirklich jetzt, das ist so unfassbar viel. Deswegen ist halt Trinken das A und O, ne? Vor allem im Sommer dann. Aber es ist ja gerade Winter, deswegen. So Leute, dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen um 17 Uhr bei einer neuen Folge wieder. Bis dann und ciao, meine Freunde.